Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Weg zu Basti. Wir sind seit circa ungefähr einer Stunde ungefähr unterwegs. Wir holen unser neues Auto ab. Der eine oder andere kann sich ja schon fast denken. Es wird mal wieder ein M3 G80 mit Allrad. Der Vorgänger war ja der Heckantrieb. Der ging ja auch im Dezember nach der S-Motorshow zurück zum Basti. Ja, ist auch schon verkauft. Ich glaube, eine Woche danach hat sich gleich ein Käufer gefunden für das schöne Ding. Ja, hätte ich gesagt, wir haben jetzt noch 280 Kilometer und sehen wir uns gleich beim Basti wieder. So, wir sind jetzt bei Proka angekommen. Wir sind mit dann 550D von einem Kunden da. Den hat der Basti angekauft. Ja, den lassen wir jetzt da stehen. Jetzt gehen wir rein und schauen uns mal den neuen M3 an. So, wir sind jetzt beim Basti. Wir haben gerade schon die ganzen Unterlagen fertig gemacht, soweit. Wie gesagt, decken wir mal das Geschoss auf. Und dann erzählen wir noch kurz was zu den Einzelheiten. Ja, Mann, ist was ganz Besonderes geworden. Was haben wir da schönes, Basti? M3 Competition X-Drive in der Sonderfarbe Porsche Voodoo Blau. Okay. Yes. Haben wir ja, ich glaube, schon im Juli bestellt? Ja, nee, früher, nein, das war Anfang Mai. Anfang Mai tatsächlich. Ja. Und aufgrund der Chip-Krise und ich befürchte auch Emissionswerten etc. hat sich das alles total lange hingezogen. Eigentlich ich glaube, dreimal hat es sich nach hinten verschoben. Ja, genau. Ja. Wollten ihn ja eigentlich schon auf der Motorshow präsentieren. Hat nicht ganz funktioniert. Ja, ja, dafür ist er jetzt umso schöner. Also alle, die ihn bisher gesehen haben, waren total überwältigt. Auf jeden Fall, ja, in live nochmal was ganz anderes. Genau, kommt auf Bildern überhaupt nicht rüber. Ich habe ihn da vorher, du hast mir ja schon ein paar Bilder vorab geschickt. Ja. Sah eigentlich schon echt gut aus, aber ich war noch ein wenig so hin und her gerissen, ob es gut ausschaut, aber in live mega, also passt zum Auto. Unnormal, wirklich. Ja. Also da kommen auch endlich die ganzen. Ich finde halt beim neuen M3 und auch beim M4 brauchst du hellere Farben, einfach aufgrund dessen, dass du ja, dass die ganzen Konturen viel besser rüberkommen und auch die Details. Ja. Du siehst halt beim dunklen Auto, du hast ja vor den Dravidgrauen, da kamen auch gar nicht die Backen. Hier, ich meine, diese Position, die kommt da halt gar nicht so stark rüber. Ich finde bei einer hellen Farbe auch in der, mit den Carbon-Parts, also das Carbon-Exterieur-Paket auch, wo du dann auch den Diffusor und vorne die Bremsbelüftung in Carbon hast, das kommt sonst gar nicht rüber. Ja, mal schauen, vielleicht packen wir noch ein paar Performance-Parts hin. Gerade die Lippe vorne und die Seitenschweller habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, das ist schon nochmal eine Hausnummer. Ja. Ja. Wir sind soweit durch. Mega geiles Auto. Farbe gefällt mir wirklich gut. Voodoo Blau, beste. Also bisher beste M3, den wir ausgeliefert haben, muss ich wirklich sagen. In der Farbe, beste bisher. Ja, wirklich. War eine gute Entscheidung. Ja, definitiv. Alles klar, Basti. Hau rein. Es war mir wie immer eine Freude. Ja, mir auch. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was, aber. Ja, die ersten Teile liegen schon daheim. Geil. Geil. Du hast ja auch schon was. Dann wünsche ich euch erstmal eine gute Heimreise und ihr schönes Wochenende. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt am Heimweg. Zum alten M3 hat sich ja fast nichts genommen, bis auf die Farbe und das Allradsystem. Also der Vorgänger war ja ein Heckantrieb, können wir euch einmal kurz hier zeigen. Man kann das Allrad hier abschalten auf 2WD, also Heckantrieb. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer ein paar so Kleinigkeiten wie Lenkradheizung und so ein paar Spielereien. Aber im Großen und Ganzen das Auto wie vorher, wieder Heckantrieb. Ja, dann fahren wir jetzt mal heim und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch reinmachen. Fahrwerk, Felgen, Abgasanlage auf jeden Fall. Ja, aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal noch 384 Kilometer vor uns. Das ist noch eine lange Strecke und da der erst 56 Kilometer drauf hat, können wir auch natürlich kein Vollgas geben. Wir müssen das Ding erst 2000 Kilometer einfahren, bevor wir da mal drauf treten können. So, wie ihr seht,
Die Werbung ist ja schon drauf. Leider konnte man es aus zeittechnischen Gründen nicht mitfilmen. Wie gewohnt, wie beim alten Show, Olitzky Exhaust vorne, hinten, Olitzky Tuning auf der Seite. Was wir jetzt da noch mitgemacht haben, Steinschlagschutzfolie, X-Peel auf die Scheinwerfer, Stoßstange, Haube, Kotflügel. Wie gesagt, ja, jetzt hauen wir euch einen kurzen Porn raus und dann geht es weiter mit der Einfahrkontrolle, Abgasanlage, Venturi, also es kommen noch ein paar geile Sachen, freut euch drauf. So, jetzt gibt es einmal eine Einfahrkontrolle. Das beinhaltet einmal den Motorölwechsel und das Differentialöl. Natürlich original BMW-Teile. Dann tragen wir das Ganze noch in die Service-History ein. Aber ich sag mal so, der Kevin schaut gerade schon die ganzen Füllmengen nach und dann geht's los. Ja, da der Kevin so schnell war mit der Einfahrkontrolle, machen wir jetzt auch schnell in Anführungszeichen, eine Abgasanlage von uns rein. Olitzky Exhaust, die 3 Zoll. Füllen wir auch und zeigen wir euch. Ja, Kevin ist schon am Ausbauen. Geht's gleich weiter.
Also, wir haben die Eingangsmessung durchgeführt. Wir haben jetzt 559 PS, 730 Newtonmeter. Das ist jetzt quasi die Eingangsmessung mit der Olitzky Exhaust OPF Back. Der Kevin kommt jetzt gleich zu euch. Wir bauen jetzt gleich direkt die Ansaugung aus, machen direkt die Eventuri rein und dann gucken wir mal, was das bringt mit der Eventuri. Wir haben jetzt auch ein paar Messungen gemacht, also sind jetzt wieder belegbar dieses Ergebnis, plus minus 1 PS. Ich denke, das ist in Ordnung. Also ja, schrauben wir mal die Eventuri drauf und dann gucken wir mal, was da Leistung rauskommt. Also, das Eventuri war jetzt eingebaut. Wir haben auch die Ausgangsmessung gemacht, haben auch mehrere Messungen gemacht. Was man sagen muss, es ist jetzt nicht erheblich viel mehr Leistung, aber ich sag mal, jetzt nur durch die Hardware so 7 bis 8 PS maximal. Drehmoment ist jetzt offensichtlich auf den ersten Blick erstmal gleich geblieben, aber das wird ja immer nur quasi an der Spitze vom höchsten Drehmoment-Peak gemessen. Was man aber halt dafür sieht, die Kurve ist halt viel stabiler, also der Drehmoment ist gleich geblieben, aber da in dem mittleren Drehzahlband, da wo immer quasi ein bisschen weniger Drehmoment anlag, da haben wir so im Schnitt, können wir mal gucken,
Das waren 693 zu 719. Also ist auf jeden Fall schon über das ganze mittlere Drehzahlband, wenn man sich die Kurve anschaut, liegt da wesentlich stabiler die Kurve an. Wesentlich mehr Drehmoment im mittleren Band. Ja, das passt auf jeden Fall. Ich denke, wir belassen das mal so. Wir machen im nächsten Video weiter mit Zeitenmessen. Dann wollen wir Leistung in Angriff nehmen, nicht nur über unser Zusatzsteuergerät, sondern auch Leistung aus Steuergerät machen. Da erzählen wir euch dann aber im nächsten Video mehr drüber, hätte ich gesagt, wenn es kommt. Ansonsten, ja, haut immer in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Ich konnte es jetzt auch erst die Woche das erste Mal Probe fahren. Mir macht es wieder mega Spaß, aber fast wie der alte mit Heckantrieb, also ist kaum Unterschied. Ja, haut immer in die Kommentare raus, wie ihr das Teil findet, vor allem in der Farbe. In Live sieht es nochmal ganz anders aus als im Video, das muss man auch sagen. Ich finde es mega. Und ja, dann schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche.